Ich denke, dass uns gut anstehen würde, wenn wir uns bewusst wären, was für eine Gnade wir in dieser offenen, freien, westlichen Welt haben, dass wir die Heilige Schrift, das Wort Gottes, so ungestört haben dürfen. Das ist heute kein Problem, sich eine hervorragende Bibel für 2 Euro zu kaufen. Und ich denke, dass das eine große Gnade noch für uns ist, dass das so ist. Wir wissen ja von den Geschwistern, die unter der Verfolgung waren, wie schrecklich es ist, wenn man keine Bibel hat, wenn man letztendlich im Untergrund die mit der Hand abschreiben muss oder ins Gefängnis kommt. Und, es ist einfach so eine große Gnade. Und die Bibel sagt da im Psalm 119, 160, Johannes 17, 17 im zweiten Teil, dass die Bibel nicht nur die Summe der Wahrheit ist, sondern es ist die Wahrheit. Und nun sagt uns der Schöpfer, nachdem er uns diesen großen Schatz ja in die Hände gegeben hat, sagt er uns im Haggai 2 etwas, und das ist jetzt hochinteressant. Ich habe das früher gar nicht gelesen. Und zwar, er sagt hier, dass man das Wort Gottes letztendlich so praktisch machen soll, dass jeder verstehen soll. Man soll es so lesen, dass es jeder versteht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Die Bibel ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann, wenn es liest. Die Heilige Schrift gibt uns diese eindeutige Erklärung, jeder Mensch ist verloren, nur der Herr Jesus konnte uns erlösen, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott und Mensch gleichzeitig, wäre er nicht gekommen, wären wir verloren, verdammt für alle Ewigkeiten. Und diese Dinge, die spielen einfach eine Rolle und sind für einen normalen Mensch leicht zu erfassen. Aber es gibt natürlich noch auch etwas, das im Lukas 24, ab Vers 26 geschieht, wo der Herr Jesus, der Emmausjünger, die Heilige Schrift öffnet. Also die Bibel hat 2 Ebenen. Sie hat einmal eine Ebene, wo es ganz einfach so ist, dass jeder verstehen kann. Und darum geben wir auch die Bibel weiter. Aber Ungläubige, wenn jemand die mit ehrlichem Herzen liest, dann kommt er zum Glauben. Und letztendlich gibt es aber auch Dinge in der Heiligen Schrift, ich sage es mal so, da muss der Herr uns die Augen öffnen. Das sind auch oft die Geheimnisse, das sind aber auch die Kostbarkeiten für uns Gläubige. Und ich möchte uns heute Morgen so eine Kostbarkeit aufzeigen. Zuerst einmal sagt die Bibel in Hebräer 10, Vers 1, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfer, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Sie sagt also klipp und klar, das Gesetz ist nur der Schatten. Und wir wissen ja, wer der ist, der Schatten wirft. Die Person, die der Schatten wirft, der Herr Jesus. Das heißt, ich habe jetzt im Alten Testament eine schattenbildliche Darstellung mit Musterbeispielen und herrlichen Bildern, die man sich sehr leicht merken kann. Im Neuen Testament habe ich im Telegrammstil die Wahrheit, unzweideutig, unverwechselbar. Im Alten Testament habe ich sie mit Bildern noch untermauert, so dass ich wie eine Gedächtnisstütze habe und etwas, wo ich mich auch erfreuen kann. Und dann sagt Römer 15, Vers 4 über die gesamte Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also ich sage praktisch, das ganze Alte Testament, das ganze Neue Testament ist dazu da, dass wir belehrt werden, dass wir geistliche Dinge erkennen, dass wir aber auch zubereitet werden durchs Wort Gottes. Johannes 17, 17 sagt zum Beispiel, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also die Bibel spielt eine ganz große Rolle auch bezüglich des Heiligungsprozesses. Und sie sagt, das ist auch ganz wichtig, dass wir durch den Trost der Schriften, und damit ist das Alte Testament in dem Fall gemeint bei Römer 15, dass wir Hoffnung fassen. Das heißt, Gott wird uns auch durch diese Dinge trösten, er wird uns Hoffnung geben, er wird uns zubereiten, er wird uns aber auch geistlich wachsen lassen. Wir möchten jetzt heute so etwas uns ansehen, das oft verdeckt ist, man liest auch drüber, das ist auch verständlich. Aber es ist hier eine große Wahrheit, die mich doch sehr bewegt. Und ich möchte zuerst die Bibelstelle lesen, die wir ja sehr gut kennen, 2. Mose 13, 13. Aber jeder Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick.
Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Also die Bibel sagt klipp und klar, jedes Tier muss sterben. Jede Erstgeburt muss sterben. Zwei Ausnahmen nur in der Heiligen Schrift. Der Mensch, weil den will Gott erlösen. Und dann der Esel. Und er sagt klipp und klar, dieser Esel soll genauso erlöst werden durch ein stellvertretendes Opfer durch das Lamm. Und damit ist der Esel in der Bibel als Gesamtheit ein Bild auf die stellvertretende Erlösung. Und das ist jetzt ganz wichtig. Man muss jetzt gucken, wo lässt denn Gott einen Esel auftreten? Wo ist denn in der Schattenbildlichkeit? Man nennt das Allegorie. Man darf das nicht übertreiben. Man muss eins ganz nüchtern sehen. Die Direktlehre der Bibel ist immer noch das Entscheidende. Aber zum Beispiel Paulus macht es auch, indem er im Galater 4 sagt, Jerusalem, unsere Mutter droben, Berg Hagar, er zeigt einfach auch hier allegorisch, das heißt schattenbildlich Dinge auf. Und so ist interessant, wie der Esel auftritt in der Heiligen Schrift. Und der Esel ist also Bild für die stellvertretende Erlösung, für dieses vollkommene Opfer. Und der Esel wird erlöst durchs Blut des Lammes. Wisst ihr, und ich hoffe, dass in unserer Mitte niemand ist, der das noch nicht erlebt hat. Weil, dass ich durch Jesu Blut gereinigt, erlöst, gerettet, wiedergebracht werde, mit Gott versöhnt werde, ist die absolute Bedingung, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Man kann nicht ins Himmelreich eingehen, wenn man nicht die Reinigung durch Jesu Blut hat. Wenn man nicht selber erlebt hat, wie hier dieses Tier, der Esel durfte einfach leben, weil stellvertretend der Lamm gestorben ist. Ich darf leben und muss nicht in die Hölle und muss nicht dem Gericht Gottes ausgeliefert sein, weil der Herr Jesus mit seinem Blut mich reinigt. Das ist das Größte, was ein Mensch erleben kann, in diesem Universum. Und darum sagt auch die Bibel im Epheser 1, Vers 7, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und hier dreht sich die gesamte Heilige Schrift drum. In ihm, also in Jesus selber, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, Erlösung heißt, das ist ein griechisches Wort, das ist hochinteressant. Das heißt praktisch von etwas weggelöst werden. Also das heißt, ich werde aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgenommen. Ich werde dem Teufel entzogen. Ich werde erlöst. Ich bin weg von dem, was der Sündenfall war. Ich komme aus dem Finsternisbereich raus und komme zu Gott. Und das alles durch Jesu Blut. Sie sagt hier, es beginnt mit der Vergebung der Sünde oder der Übertretungen und das alles ist der Reichtum seiner Gnade, diese große Erlösung. Und die Bibel sagt, das Bild davon ist letztendlich der Esel. Man hat ja, in Deutschland haben wir sich ja ärgert, da man sagt, du dummer Esel. Ich sage, wenn zu mir jemand sagt, du dummer Esel, sage ich, danke. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wenn jemand einen anderen als Esel bezeichnet, sagt er, du Erlöster. Biblisch gesehen, nicht menschlich. Menschlich ist ja Unsinn. Aber biblisch gesehen bin ich ein Erlöster. Muss sagen, danke. Also wenn du mich jetzt darstellen willst, dann mal mich als Esel. Und das haben sie gemacht im Römischen Reich, um die Gläubigen zu verspotten. Sie haben sie als Esel dargestellt. Und haben nicht gewusst, dass sie große geistliche Wahrheiten darbringen. Die haben das nicht gewusst. Es gibt so Skizzen, das ist Erlöste als Esel. Ich muss sagen, wunderbar, die haben es bloß nicht begriffen. Und drum heißt es auch in Sacharja 9,9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Also hier hast du schon in der Schattenbildlichkeit der Bibel zwei gewaltige Darstellungen. Du hast einmal, dass der Erlöser auf einem Esel reitet. Was heißt das? Er bringt die stellvertretende Erlösung. Und er reitet auf einem Jungen, das zeigt Geburt. Das ist eine Geburt geschehen, also Wiedergeburt. Es ist jetzt schön versteckt, aber ist im Text drin. Aber das ist jetzt beim Esel schon, er ist untrennbar mit dem Erlöser verbunden und gleichzeitig ist ein Junges, das heißt, da ist eine Geburt geschehen, also Wiedergeburt. Hast du schon. Und wenn man das so liest und ich komme an die Bibelstelle, ich sag's ganz ehrlich, da kriege ich jedes Mal eine große Freude. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt natürlich jetzt, Epheser 2,11, dass wir einst Heiden noch im Fleisch waren. Wir waren ohne Christus, ohne Hoffnung, wir waren vollständig verloren. Und sagt dann in 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Jetzt erklärt sie, beide sind so gerettet worden, Juden und Heiden. Die Nahen und die Fernen, alle gleich durch Jesu Blut. Und er sagt klipp und klar,
Du Heide bist genauso gerettet, wie ein Jude gerettet werden musste durch Jesu Blut. Römer 5 sagt, jetzt bist du durch Glaube, wenn du wirklich diese Erlösung annimmst, bist du in Ordnung mit Gott, du hast Friede mit Gott durch der Herr Jesus. Und Hebräer 10 haben wir in letzter Zeit öfters gehört, ich habe durch Jesu Blut, Vers 19, Zugang bis ins innerste Heiligtum. Muss ich vorstellen, die gesamte Menschheit vom Teufel zerstört, sucht verzweifelt über die Religionen zu Gott vorzudringen und kann es nicht. Sie geht in die Transzendenz und begegnet dort in der Regel den Dämonen und dem Teufel und die lügen sie an und verführen sie. Aber die Bibel sagt ganz einfach, Hebräer 10, 19, durch Jesu Blut kann ich direkt vor das Angesicht Gottes stehen. Was Herrliches, wenn das ein Mensch hat, wenn er ein Erlöster ist. Und jetzt sieht man etwas in 1. Mose 49, wenn man wieder uns diesem Esel zuwendet. Also das heißt, ich zeige auch gleich, es gibt eine spezielle Sorte von Eseln und das sind die Heiden, nämlich wir, wenn wir erlöst sind. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen. Juda ist der Stamm, wo der Herr Jesus herstammt. Er sagt, hier kommt der Messias her. Bis der Shiloh kommt, der Friedebringer, der Friedefürst. Und ihm werden die Völker gehorsam sein, spätestens im tausendjährigen Reich. Er wird sein Füllen, jetzt haben wir wieder das Junge, merkt ihr, Geburt. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden, der Weinstock ein Bild auf die Erlösung, und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Jetzt haben wir wieder die Eselin, jetzt haben wir den Esel. Wisst ihr, da siehst du, da sagt Bibel wieder, wenn der Erlöser kommt, dann ist er der, der Friede bringt. Er bringt es den Menschen, er bringt den Esel mit. Und letztendlich hier geschieht dann die Erlösung. Wir sehen nachher noch mehr von diesen Dingen. Ist vielleicht am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber ist relativ einfach. Das größte Kapitel über diesen Esel steht im Hiob. Und jetzt kommen plötzlich wir, jetzt kommen wir Gläubige. Und zwar wir Gläubige nicht aus den Juden, sondern wir Gläubige aus den Heiden. Und zwar, das sagt hier die Heilige Schrift etwas im Buch Hiob. Das ist hochinteressant. Hiob 39 ab Vers 5. Und jetzt redet die Bibel plötzlich etwas vom Wildesel. Und der Wildesel, das ist der erlöste Heide. Jetzt musst du den dir angucken, was Gott über den sagt. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt? Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide und er spürt allen grünen Kräutern nach. Jetzt sage ich es einmal ganz ungeschützt. Ich kann dir genau das Gleiche jetzt beweisen aus den direkten Schriften des Neuen Testamentes. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte es nur auf dieser Bildersprache aufbauen, dass wir uns das merken. Jetzt sagt Gott praktisch für den Wildesel, das heißt für den bekehrten Heiden, wenn ein Heide, der ein Götzendiener war, stellvertretend durch Jesus Christus erlöst wird und zum Leib Christi hinzugefügt wird und gerettet ist, dann ist er ein Wildesel. Und jetzt kommt das Programm, das Gott für uns hat. Das kann man sich hier ganz leicht merken, muss ich nur merken, hier ab 39, ab 5, dann hast du das ganze Programm. Er sagt hier, wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr, wenn ich heute in die Welt reingucke, auch bei Gläubigen, auch aber generell, ich muss nur ins eigene Leben reingucken, dann siehst du, der Teufel hat immer ein einziger Trick, um die Menschen zu zerstören. Er will sie binden. Er versucht sie zu binden. Er bindet sie an Süchte, an Lüste, an alles Mögliche. Vor allem will er den Mensch binden, dass der Mensch auf sich selber ausgerichtet ist, dass er sich selber zum Götze macht. Und merkt gar nicht, dass dahinter der Götzenmeister steht, nämlich Satan selber, und versucht ihn zu zerstören. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, das Programm Gottes für einen Wildesel, für einen erlösten Heide ist, dass er frei ist. Frei. Ich habe mal einen Punkt gehabt, wo ein Bruder, ein anderer Bruder Ärger hatte und der Bruder war ein alter, weiser Mann und ich war ein junger Gläubiger und dann habe ich halt gedacht, ha, ja, jetzt schimpft er auf den anderen Bruder. Das hat er aber gar nicht gemacht. Sondern er hat relativ lieb nur gesagt, weißt du, wo ist hier Erlösung? Und seinem Nietzsche hat gesagt, die Gläubigen müssten erlöster aussehen. Und er hatte recht. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt klipp und klar,
wenn jemand durch Jesu Blut gerettet ist, stellvertretend durch dieses Opfer, das ja dieses Tier jetzt anzeigt, gerettet ist, dann sagt die Bibel, wenn du ein Heide bist, der das erlebt hat, dann ist der Wille Gottes, dass du frei bist. Man kann dich frei laufen lassen. Wisst ihr, was heißt? Es bedeutet, du bist so frei von deiner Lüste und von deinen Bindungen durch Jesu Blut und durch das Kreuz, indem du das mit Christus gekreuzigt sei, annimmst, die volle Erlösung, dass man dich laufen lassen kann. Und wenn ihr das Reich Gottes ein bisschen näher kennt, dann werdet ihr feststellen, dass fast alle Kreise, die die vollkommene Erlösung durch Jesus und sein vollkommenes Opfer nicht verkündigen und es nicht die Leute predigen, dass du dort dauernd Leute hast, die passen auf die anderen auf. Du hast einen Polizeistaat. Du musst immer auf die Gläubigen aufpassen. Wenn du aber wahrhaft die Erlösung hast und wahrhaft die Menschen, der Herr Jesus kennt und die Erlösung versteht, kannst du ihn laufen lassen. Du brauchst keinen Aufpasser. Lass ihn laufen. Wisst ihr? Ich lese uns Jesaja 61,1. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Weil der Herr mich gesalbt hat, also der Gesalbte, der Herr Jesus, der Christus. Jetzt erklärt die Bibel, was er tut. Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, nämlich durch das angenehme Jahr des Herrn. Und damit sagt die Bibel doch was ganz, ganz Ungeheures. Sie sagt, für einen Erlöster, in dem Fall auch für uns, die wir aus den Heiden sind. Wisst ihr, ich glaube, wir schätzen das gar nicht, dass wir erlöst sind. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Römer 9, Vers 4 sagt, ursprünglich war alles nur für Israel. Dass Gott die Tür für die Heide aufmacht, ist ja gewaltig. Und dass das Heil sogar zu den Heiden geht und Israel praktisch in die zweite Reihe geht, bis die Vollzahl der Heide beieinander ist. Das ist ja ungeheure Gnade. Weil man muss etwas ganz nüchtern sachlich sehen. Unsere Vorfahren haben am Wotan, am Teufel gedient. Wisst ihr, wenn du das einmal guckst, was da alles passiert ist, auch die ganze Vermischung, die wenigsten wissen das, Karl der Große, er konnte ja nicht mal Deutsch, das weiß niemand. Karl der große Herrscher, der ist hingegangen und hat die Sachsen missioniert. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Hat er von Augustinus gelernt, leider. Ist hingegangen, hat sie alle am Fluss aufgestellt, hat ihnen ein Schwert an die Gurgel gehalten, hat gesagt, entweder bekehrst du dich oder, er hat ja gar nicht bekehrt gemeint, er hat gemeint, du wirst Christ im Sinn, dass du das Christentum annimmst. Und die, das war da nicht so dumm, habe ich ja schon mal erzählt, die haben es einfach gemacht. Und so kam das Heidentum zu uns rein. Und das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Da kommt so viel Elend und so viel Dreck und Ungeheures. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, du bist frei von dem allem. Wenn du die Erlösung annimmst, dann ist das weg. Wisst ihr, wir können gar nicht genug schätzen, dass wir Heide die Erlösung haben. Dass wir der Herr Jesus finden durften, dass er uns verkündigt wurde, dass Gott in seinem Ratschluss beschlossen hat, jeden Menschen zu erlösen. Ich sag's nochmal, dass sich nicht jeder erlösen lässt. Das ist das Drama. Aber der Plan Gottes ist, dass hier die Menschen gerettet werden und er sagt klipp und klar, wenn du jetzt als Heide gerettet wirst und du bist so ein Wildling, dann ist das große Ziel Gottes, dass du frei bist. Und in unserem Text in Jesaja 61 steht, dass die Türen des Kerkers geöffnet sind. Das muss man sich einfach überlegen, was das heißt. Du bist durch die Sünde und durch den Teufel seinen Zugriff im Gefängnis. Dein Gefängnis ist dein Charakter. Hast du 20, 30, 40 Vorfahren, die labil waren, dann bist du noch menschlichem Ermessen labil. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch erbst, ist riesengroß. Hast du lauter Choleriker gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Choleriker bist, auch groß. Ist Mischmasch, dann kann es sein, dich trifft der Choleriker, wenn es zwei Linien der Familie hat und dein Bruder oder deine Schwester trifft in dem Fall die andere Seite. Also das ist vollkommen... Weißt du, du bist ein Gefangener. Der Sündefall, das, was Adam verbrochen hat mit seiner Eva, das hat ungeheure Auswirkungen, auch charakterlich. Aber auch, indem der Teufel eben dieses Loch in der Seele, und das spürt der Mensch, dass er nicht vor Gott befriedigt ist, dieses Loch in der Seele versucht der Mensch dann zu stopfen. Und das macht jeder Charakter. Da gibt's keinen Unterschied. Jeder versucht, das Loch zu stopfen. Und der eine geht in den Sport. Wisst ihr, ich war ein fanatischer Sportler. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe nur meinen Frust und mein Komplex habe ich nur verdeckt, sonst gar nichts. Und dann hast du immer wilder getrieben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so
überhaupt gar nicht in der Lage bin, es so wild zu treiben, wie ich wollte, um meine Befriedigung zu bekommen. Und dann kam der nächste Frust. Dann hast du das nächste probiert. Dann bist du zur nächsten Ersatzbefriedigung gegangen. Und dann zum Glück kam irgendwann meine Frau und dann bin ich ihr hinterher gelaufen und das war gut. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen, weil durch meine Frau kam ich, der ich ja evangelisch erzogen war und schon ganz viel wusste, kam ich mit dem Evangelium in Berührung. Sie war ja bekehrt. Und so kam ich dann zur Wiedergeburt, bin durchgebrochen. Aber muss es einfach nüchtern sehen. Der Mensch versucht, die Löcher in seiner Seele zu stopfen. Er ist einfach so, dass er auch das Charakterliche versucht, hier einfach wegzumachen. Aber du bist gefangen. Weil, wisst ihr, wer der Schlüssel hat zu diesem Gefängnis, wo du drin bist, dass du nicht raus kannst? Ja, der Teufel. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus hat bei der Erlösung der Teufel entmachtet. Das steht im Kolosserbrief, Kapitel 1 und 2. Und sie sagt klipp und klar, er, Jesaja 61, 1 und Folgeverse, er hat die Tür dieses Gefängnisses aufgeschlossen. Muss ich mal vorstellen, wenn du ein Wildesel bist, also ein Heide, der erlöst dich durch Jesu Blut, dann kannst du die verderblichste Erbanlage haben, du kannst den schlimmsten Charakter haben, du kannst so psychisch zerstört sein, dass du vor lauter Angst nicht einmal dich wagst, aus dem Haus rauszugehen. Es gibt es alles. Aber eins ist klar, im Prinzip darfst du dir das vom Teufel nicht gefallen lassen. Wisst ihr warum? Weil die Tür offen ist. Die ist offen. Das heißt, du kannst, das müsst ihr euch einmal vorstellen, du kannst, wenn du die offene Tür ist, mit dem Finger, ohne Kraftanstrengung, kannst du die Tür aufmachen und rausgehen. Das heißt, wenn du da drin bleibst, dann bist du immer selber schuld und du hast es freiwillig getan. Aber wenn du der Botschaft glaubst, die Gott gibt, dann sagt, die Wildesel sollen frei sein, die Heide sollen frei sein, dann musst du raus. Die Tür ist offen. Jetzt muss man sagen, was hindert dich, die Tür aufzumachen? Soll ich sagen, was hindert? Ist gar keine Frage. Ich bin ja auch so ein Gefühlsbolze als Mensch. Das ist unser Charakter. Und das ist Gefühl. Und das ist unsere eigene Vorstellung. Und ich habe hier immer ein Buch von einer sehr weisen Frau gelesen, die hat Folgendes gesagt. Die sagt, der Unterschied bei der Erlösung zwischen Wille und Gefühl ist ungefähr wie zwischen einer Mutter, die einen Stall voll ungezogene Kinder hat. Sie sagt, das Gefühl sind die ungezogenen Kinder. Der sagt, weh, wenn du denen Luft lässt und die laufen lässt, dann machst du da bloß Blödsinn. Der sagt, aber die Mutter ist die Weise, die in Liebe, aber vollständig konsequent die Kinder in Zucht nimmt. Und dann erklärt sie das und sagt, so ist der Wille, der geistlich dieser Erlösung zustimmt. Der einfach sagt, Herr Jesus, wenn es dein Wille ist, dass ein bekehrter Heide, ich nämlich, völlig frei bin, dann will ich das. Und wenn das stimmt, dass du die Tür geöffnet hast, Kolosser 1 und 2 sagt ganz klar, er hat der Teufel entmachtet, er hat keine Macht mehr. Wir sind frei, wir sind mit Christus gekreuzigt, es ist passiert. Dann will ich, jetzt kommen wir zu dem, dann will ich raus. Macht euch einmal eine Freude. Geht einmal zum Beispiel nur in die Psalmen hin und unterstreicht jedes Mal, wenn David zum Beispiel sagt, David war ja auch so ein Mensch. Ich will. David hat es begriffen, wer die Mutter ist und wer die Kinder sind. Er hat es begriffen. Ihr müsst nur lesen bei David, wo steht, ich will. Das staunt ihr. Das heißt, sobald ich das will, und dann sagt die Bibel, du hast den Geist des Glaubens. 2. Korinther 4, 13, du hast den Geist des Glaubens. Das heißt, wenn ich will, kann ich auch. Es liegt mir völlig fern, in diese Lehrstreitigkeit einzusteigen. Ich habe das abgelegt, weil es bringt denen nichts und mir nichts. Es bringt überhaupt niemand etwas. Solche Lehre wie der unfreie Wille, der freie Wille. Die Bibel sagt klipp und klar, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, wenn ich will, dann kann ich. Und das ist so einfach. Ich kann alles, was die Bibel von der Erlösung sagt, kann ich tun, wenn ich wiedergeboren bin. Wenn ich den Geist des Glaubens habe. Ich kann es, wenn ich will. Wenn ich bereit bin, meine ungezogenen Kinder, sprich meine Gefühle, endlich zu zügeln. Und wenn die frech werden, ja, Entschuldigung, was macht dann die Mutter? Sie ruft sie zur Ordnung. Wisst ihr, wie ich Heilsgewissheit bekommen habe? Ich hatte Heilsgewissheit, als ich wiedergeboren wurde.
Ich bin damals aus dem Keller der Bank herausgekommen, hatte Heilsgewissheit. Ich war klar durchgebrochen zur Wiedergeburt. Und dann kam ich in die Pfingstbewegung. Und durch die falschen Lehren der Pfingstbewegung ging bei mir letztlich die Heilsgewissheit weg. Ich hatte einen zweiten Bruder, der hat das gleiche Problem. Der hat mich immer abends besucht. Und ich habe in der Wellerstraße gewohnt, da ging es eine steile Treppe hoch. Und da war so ein Gleis, so ab, ja, wie eine Balustrade, also einfach eine Abgrenzung. Gell, wenn der klingelt hat, ich stand oben, hab runterguckt, der hat die Tür aufgemacht, ich hab gesagt, brauchst nichts sagen. Ich hab's Gesicht gesehen, hab gesagt, dir geht's wie mir. Dann sind wir hoch und haben Trübsal geblasen, weil wir beide keine Heilsgewissheit hatten. Und es gab einen Kampf ohne Ende und irgendwann war mir klar, der Teufel lockt dich in eine Falle. Und irgendwann war mir klar, du kommst hier nur raus, wenn du endlich dein Gefühlswusch, der ja völlig gesponnen hat. Bei mir war das so extrem, ich hatte zum Beispiel morgens, wenn ich aufgewacht bin, hatte ich Heilsgewissheit. Es war nur eine Frage der Zeit, ob ich schon um 12 Uhr mittags verloren hatte oder erst um 15 Uhr. Konnte auch sagen, ich habe es erst um 16 Uhr verloren oder um 17 Uhr. Aber abends war garantiert die Heilsgewissheit weg. Und das war mir ja klar, die ist ja da und dann geht sie weg. Mir war es auch klar, das ist meine Seele, das ist mein Gefühl. Das ist dieser Unsinn, den der Teufel hier veranstaltet. Oder es war ja gar kein Unsinn, es war Mord und Totschlag in meiner Seele, indem er seine Pfeile reinschießt. Und dann irgendwo kam Licht, dann war mir klar, eigentlich bist du erlöst, das geht gar nicht. Und ich habe dann erkannt, es ist meine Seele. Dann habe ich was gemacht, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich würde es nicht empfehlen, es nachzumachen. Ich rede an und für sich mit meiner Seele sonst nicht. Aber da ich mit meiner Seele geredet, und ich habe es nicht Hochdeutsch gesagt, ich habe Schwäbisch gesagt, halt dein Gosch. Das heißt, halt dein Maul. Und wisst ihr, was passiert ist? Durch diesen brutalen Glaubenssakt, meiner eigenen Seele gegenüber, dass ich gesagt, ja, ich will das nicht, was hier abläuft, ist was passiert. Hat noch ein Heftchen dazu geholfen, dass ich demnächst auflege, ich bin am Abschreiben, habe nur eine Pause eingelegt, dann konnte ich zwei Minuten später, konnte ich die Heilsgewissheit voll wieder fassen, war sie sofort wieder da. Wisst ihr, und das ist ein Problem. Der Wildesel ist frei. Der Herr Jesus hat die Türe aufgemacht, du musst raus. Du darfst dir nicht gefallen lassen, was der Teufel mit dir macht. Du brauchst dann nicht dem Teufel Gebiete und so Zeugs. Das ist alles eine Falle vom Teufel, dass er dich noch stärker binden kann. Du musst nur das, was die Heilige Schrift sagt, annehmen von ganzem Herzen, glauben und überzeugt sein, was die Schrift sagt. Du hast den Geist des Glaubens. Und die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 6, Gott ehrt jeden, der im Glauben kommt und das für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, Gott will das, dass wir es tun. Und sobald ich diese Befreiung in Anspruch nehme, bin ich raus. Es fängt schon an, Hebräer 2, 14, Todesangst. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst heute mit dem Auto fahren. Einer meiner Freunde, mit dem ich Skirennen gefahren bin, das war ein Fabrikant, so eine sehr wohlsituierte Familie, eine der angesehensten Firmen hier, der ist schrecklich umgekommen beim Autounfall. Und da waren wir junge Kerle. Du weißt es nicht, was passiert. Das trifft die Jungen genauso. Und jetzt sagt die Bibel in Hebräer 2, Vers 14, da nun die Kinder in Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft oder Sklaverei gehalten wurden. Das heißt, du darfst keine Angst vorm Tod haben. Wenn du Angst vorm Tod hast als Erlöster, dann musst du dir bewusst sein, das ist ein Stück von dem Gefängnis, wo der Teufel dich quälen will. Er will dich quälen. Schon was ganz anderes, wenn du dich hinlegst und sagst, Triumph, so wie der Diener. Oder als man diesen Täufer hingerichtet hat, Märtyrer, als sie sagte, als Gerichtsurteil wurde verlesen, er ist hiermit mit dem Schwert vom Leben zum Tode zu bringen. Also er muss geköpft werden. Dann hat er sich gemeldet und sagt, meine Herren, Sie haben einen Fehler. Ich sage, wieso? Dann sagt er, wenn ihr mich jetzt köpft, dann muss es heißen, vom Tod, von diesem Leib, wo der Tod noch drinsteckt, zum Leben, dass ich bei Jesus bin. Wisst ihr, das ist so. In dieser Erlösung ist drin, dass ich tatsächlich frei bin von der Angst vorm Tod. Frei bin von der Sünde,
frei bin von allem, was der Teufel mich binden will, auch frei bin von meinem Charakter. Das kann ein Glaubenskampf sein, wo man so lange im Glauben verharren muss, bis die Spuren verschwindet. Wenn ich den Leuten erzähle, was ich für ein Charakter bin, Auswärtige, die hiesigen wissen es ja, die glauben mir das nicht. Dass ich so ein Sensibelchen war, dass wenn eine Gruppe war mit 3, 4 Leuten und ich musste dazu, ich habe es nicht gekonnt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich konnte zu denen nicht gehen, habe Angst gehabt vor der Gruppe. Ich war ein Einzelgänger wegen dem. Ich hatte Angst. Oder wenn ich dann in der Gruppe war, dann habe ich absolut alles übertrieben, um meinen Komplex zu verscheuchen. Wenn der Jesus an mir und an dir, an meiner und deiner Seele arbeitet, dann verschwindet es, wie wenn es nie da gewesen wäre. Er bringt den Charakter wieder in einen Zustand, der seiner Berufung entspricht, der seiner Aufgabe entspricht. Du wirst jetzt von Gott so hergerichtet, aber da gehört alles dazu. Du musst bereit sein, zu glauben, was er sagt. Du musst aus dem Gefängnis raus. Wenn du nicht rausgehst aus dem Gefängnis, Katastrophe. Ich hatte mal eine Wasserpsychose. Da habe ich jemand, wo ich schmutzige Hände hatte, habe ich jemand die Hand gegeben. Das hat der Teufel bei mir benutzt, von der Sensibilität her, dass ich durchgedreht bin. Ich habe dann praktisch bei jedem kleinsten Dreck, als ich bin hingegangen, habe mir an der Nase gewischt, vor 40 Jahren wäre nicht gegangen, ich war bekehrt. An der Nase gewischt, dann musste ich sofort zum nächsten Waschbecken und habe die Hände gewaschen. Wasserpsychose nennt man das. Und ich habe heute noch Schäden an die Hände, weil ich das zig Jahre getrieben habe, bis mir klar war, es geht nicht. Du bist ja frei. Und egal, was für eine Bindung ich und du haben, die kann schlimm sein, an Alkohol, an Sexualität, Augenlust, Pornografie, Lüge, Stehlen, eigene Ehre suchen. Das können die schlimmen Dinge sein. Es kann aber bloß dein sensibler Charakter sein, der nicht wagt, aus einem Zimmer rauszugehen, weil du nicht sicher bist, ob der Herd aus ist. Kennt ihr das? Die Angst, dass mit rausgeht, weil der Herd nicht aus ist. Gibt viele Gläubige auch, die hier Angst haben. Die Angst vor einem Gewitter. Die Angst, dass du, wenn du in einem Auto sitzt, dass du Angst hast, passiert ein Unfall. Immer Angst, immer Angst. Ist immer der Teufel. Die Bibel sagt, du bist frei. Und Johannes 8, 36, einer der größten Verse in der Bibel. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wenn ich diese Erlösung annehme, wie hat der Sohn mich frei gemacht? Der hat sich doch gesetzt als Hohepriester. Das heißt, das Gefängnis ist aufgeschlossen. Wenn ich jetzt zu meinem Jesus sage, mach mich frei, Entschuldigung. Wisst ihr, was das ist? Unglaube. Ist Unglaube. Man glaubt es nicht. Sondern du musst raus. Es ist doch geschehen. Es ist doch vollbracht. Die Erlösung ist vollendet. Er hat sich gesetzt. Du musst nur glauben, was der Herr sagt. Darum musst du die Bibel lesen. Darum hat sie uns Gott gegeben. Wenn Gott sagt, die Tür ist offen, es ist frei für dich. Ein freier Zugang, ein freier Weg. Es ist alles frei für dich. Dann musst du raus. Aber du musst es tun. Wisst, das kann Gott nicht für dich tun. Ich habe gelernt, im Kampf mit der Pfingstbewegung, wo ich gesehen habe, da haben wir das genau verdreht, ich habe gelernt, wenn Gott sagt, dass er was getan hat, dann habe ich nichts mehr zu tun. Wenn aber Gott sagt, tue, dann habe ich zu tun. Und er sagt hier, die Tür ist offen. Das heißt, ich bin frei. Das ist das Programm für den Wildesel. Ich bin frei. Psalm 107, da wird es beschrieben. Es gibt viele, viele Bibelstellen, wo die Bibel diese Tatsache beschreibt. Psalm 107, 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass er ihr Herz durch Unglück beugte. Und dann kommt sie schrien zum Herrn und er rettete sie aus allen ihren Ängsten. Er zerriss ihre Fesseln. 16. Er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Und die Bibel sagt immer, wenn man auch als Gläubiger am Wort Gottes nicht die Ehre gibt und nicht akzeptiert, dass man frei ist, dann ist halt der Riegel nicht da, aber du bist trotzdem gebunden, wie wenn er da wäre, wenn du nicht rausgehst. Wisst ihr, und die Bibel sagt, der Jesus hat alles getan. Er hat hier wirklich eine volle Erlösung geschaffen. Er hat deine Fesseln zerrissen, meine auch. Er hat alle eherne Türen, eherne ist schon hart, zerbrochen, hat eiserne Riegel zerschlagen, hat dir alles aufgemacht, alles zerbrochen, du bist frei. Wisst ihr, ich bin beim Watchmen nie.
Der Watchmini hat es, wo er das begriffen hat, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Ich bin mit Christus gestorben. Dann ist er zu seinen Brüdern, die haben zusammen ein Haus gehabt, die waren unten, war wohl eher so wie der Speisesaal, dann ist er die Treppe runtergerast, reißt die Tür auf und brüllt die Brüder an. Ich bin tot! Dann habe ich gesagt, ich bin voll umgeschnappt. Und dann hat es ihnen erklärt, sagt, ich bin mit Christus gestorben. Und er hat recht. Wisst ihr, das ist die Herrlichkeit. Die Heilige Schrift ist so ein kostbares Juwel, wo dir einfach mitteilt, was ist. Das ist eine Tatsache. Wenn du jetzt wirklich Gott glaubst und der Heilige Schrift glaubst, dann musst du nur noch tun. Wenn der sagt, du bist frei, dann gehst du raus. Wenn Gott sagt, du bist frei und du rauchst, und viele Gläubige, das habe ich festgestellt, oder viele, in manchen Gemeinden habe ich einen Schock gehabt, wie viele hinterherum rauchen. Wenn Gott sagt, du bist frei, dann nimmst du deine Zigarettenschachtel, dein Feuerzeug, selbst wenn es ein teueres Feuerzeug war, dann gehst du einen Dreckeimer, wirfst es rein und proklamierst Johannes 8, 36, wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Du nimmst den Anspruch, dass du frei bist. Und ich garantiere, das hört auf. Sobald du die geistliche Haltung einnimmst, hört es auf. Du kommst raus. Garantiert auch mit den anderen Bindungen. Du musst es nur glauben und tun. Gell? Und Bibel sagt halt, und das sind die Kleinigkeiten. Und zwar, er sagt, Vers 41 vom selben Psalm, den Armen aber hob er aus dem Elend hervor. Wie hat er das gemacht? Er hat einfach alle Türen aufgemacht. Du sitzt jetzt da und kannst aus jedem Zwang, aus jeder Sünde, aus jeder Bindung, aus jeder Charakterschwäche, du kannst aus allem raus, wenn du willst. Aber eins ist klar, die Tür ist in der Gestalt dann offen, du kannst auch wieder zurück. Ich habe es erlebt. Gläubige, ich konnte ihnen geistlich das rüberbringen. Die haben das im Glauben angenommen, sind völlig durchgebrochen zur Freiheit. Nach einem Jahr ruft man mich wieder an und sagt, die jämmerliche Stimme, es ist wieder da. Ich habe nur eine Frage gestellt, bist du zurückgegangen? Ja. Sag mal, wieder raus, dann ist aus. Und wenn das jemand macht von ganzem Herzen, dann passiert nichts, dann ist er frei. Wisst ihr, das ist so was Schönes. Ich bin praktisch mit Christus gekreuzigt und er hat das für mich getan. Das ist so herrlich. Man kann das gar nicht beschreiben. Zum Beispiel in Galater 4, 26, dieser Allegorie von Paulus, sagt er, das obere Jerusalem aber ist frei. Ich gehöre zum obere Jerusalem. Ich bin ein Stein. Ihr seid ein Stein, wenn ihr wiedergeboren seid, vom obere Jerusalem. Ich bin frei. Er sagt, Jerusalem ist frei. Wer zu dem gehört, ist frei. Wenn der selber in der Bindung bleibt oder in der Unfreiheit, dann ist er der Lüge des Teufels auf den Leim gegangen. Er hat gar kein Recht, dich zu binden. Er hat keins. Der Jesus hat ihn besiegt, entmachtet. Der Jesus ist der Herr. Sobald du ihm glaubst, nämlich was der Jesus sagt, kommst du raus. Aber ich muss wollen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Lest mal Römer 6, Vers 4 bis 11, wo es heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt halte dich dafür. Wisst ihr, Lukas 10, 33, ist das berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seiner Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, auf den Esel, stellvertretende Erlösung, führte ihn in eine Herberge, in die Gemeinde und pflegte ihn dort. Und dann gibt er ja diesem Wirt 2 Denare. Das heißt, ich alles bezahlt, was ich brauche, aus dem Körper. Also kranke Heilung und nicht sterben, das kommt erst mit der Auferstehung. Aber alles andere ist bezahlt. Und wie hat er das gemacht? Er hat ihn auf der Esel gesetzt, auf das stellvertretende Opfer. Und durch das stellvertretende Opfer kam er in die Gemeinde, in die Herberge und dort ist Freiheit. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel, wenn wir das Bild von dem Esel nochmal aufgreifen, Psalm 104, 10. Sie sagt hier jetzt einfache Dinge. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie trinken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Hast du Durst? Kennt ihr das? Viele Sünden geschehen, weil Gläubige, bei Männern ganz schlimm, in die Midlife-Crisis kommen. Sie merken plötzlich, sie werden älter, die Haare werden weiß, sie sind im Geschäft nicht mehr Nummer 1, sie sind daheim nicht mehr Nummer 1. Und dann kommen sie in die Krise und dann brät sie in der Regel aus. Das heißt, da ist Durst noch etwas. Man hat den Eindruck, man hat etwas versäumt. Passiert aber bei Frauen auch. Mir hat ein namhafter
promovierter Herr erklärt, wie seine Frau wegen dem ausgebrochen ist. Passiert bei Mann wie Frau. Und hier sagt die Bibel, wenn du ein Wildesel bist, also ein Heide, der erlöst ist, dann löscht du deinen Durst. Du bist nicht nur frei, sondern dein Durst ist gelöscht. Wenn heute jemand kommt und will dich umbringen, was passiert denn? Fängt es denn an in deinem Kopf, oh, was hätte ich noch alles tun sollen? Ich hätte noch so viel vorgehabt und überhaupt. Oder kannst du sagen, Amen. Mein Durst auch in dieses Leben ist vorbei. Der Lebensdurst ist gestillt. Ich bin frei. Herr, mach mit mir, was du willst. Wenn jetzt deine Stunde gekommen ist zu sterben, dann sterbe ich. Ist doch herrlich, wenn man so frei ist, oder? Wenn man den Lebensdurst gestillt hat, zufrieden ist. Bis am 30.05.1974 ist mein Lebensdurst gestillt worden. Von dieser Sekunde an ist was Entscheidendes passiert. Das darfst du dir vom Teufel nicht einreden lassen, dass du was versäumt hast. Das stimmt nicht. Jeder Kampf, wenn du 150 Mal gefallen bist und untergegangen bist im Reich Gottes und versagt hast, spielt keine Rolle. Es war der Wille Gottes, dann bist du halt vor Gott her ein Krieger gewesen. Und Krieger versagen und kriegen dann Wunder. Ist egal. Aber du hast das getan, was Gott wollte. Du hast den Kampf des Evangeliums aufgenommen. Und damit hast du nichts versäumt. Glaubst du, dass du es besser machen würdest, wenn man es sich nochmals machen ließe? Ich glaube nicht. Ich habe mir das überlegt, ob ich es besser machen würde. Ich habe festgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz viele Entscheidungen, wo ich sage, oh, das war falsch, habe ich ehrlich zugeben müssen, ich würde es wieder so machen. Steht hier. Der Wildesel löscht seinen Durst. Wo? An den Quellen, die er entspringen lässt. Da gehört zum Beispiel die Gemeinschaft mit dem Jesus. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Diese Herrlichkeit bei ihm zu sein, der Gemeinschaft, dass ich durchs Blut Jesu, zum Beispiel auch im Gebet, ins innerste Heiligtum vordringen darf. Dass ich letztendlich die Heilige Schrift lesen darf, dass sein Geist wirklich wie ein zweischneidiges Schwert Geist und Seele bei mir scheidet. Diese Herrlichkeit der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Wisst ihr, wenn ich das glaube, was da an der Wand steht? Jesus, rette mich jetzt, nämlich sofort, Apostelgeschichte 2,21. Wo ist das Problem? Dann muss dein Lebensdurst weg. Dann muss er weg sein. Dann musst du, man wagt es ja kaum zu sagen, zufrieden sein, geistlich zufrieden. Gibt es Leute, die geistlich zufrieden sind? Wisst ihr, ich habe es ja schon mal erklärt, aber das ist einfach eine Macke. Ich habe früher, wenn ich eine Bibel gekauft habe, ich bin der gewesen, wo jedes Mal eine Beschädigte bekommen hat, jedes Mal. Du könntest, wenn du eine beschädigte Bibel wolltest, hast du mich bestellen lassen müssen. Kein Problem. Wenn du eine wolltest, die nicht beschädigt ist, dann musst du sie von jemandem bestellen lassen, dem das egal war. Der hat eine gekriegt, die nicht beschädigt war. Wisst ihr, so treibt Gott uns das aus. Wir müssen zufrieden sein. Einfach zufrieden. Dann bist du auch zufrieden mit deiner Frau und deinem Mann. Dann bist du zufrieden mit deinem Job. Dann bist du zufrieden mit deinen Finanzen. Dann bist du zufrieden mit deiner Gesundheit. Man höre und staune, wie alt der Oder, weißt du, mit der Gesundheit? Dann bist du zufrieden. Wenn du ein Wildesel bist und hast deinen Durst gelöscht an der Quelle, die er dir gibt, dann ist Ruhe. Wisst ihr, das Problem ist, dort, wo der Durst gelöscht wird, da ist immer etwas, und das ist entscheidend, da ist er, der Herr Jesus. Und vieles von dem funktioniert nicht, weil wir einfach versuchen, an ihm vorbeizugehen, ohne vor seinem Angesicht zu stehen, ohne wie die kleinen Kinder die Erlösung vom Herrn Jesus anzunehmen. Wisst ihr, man braucht ja gar nicht Anstrengung oder so etwas. Ich muss nur im kindlichen Glauben, und das kann ich, weil ich den Geist des Glaubens habe, das akzeptieren, was er schreibt. Aber dazu muss man natürlich schon die Bibel lesen. Wisst ihr, warum die meisten Bibel einen weißen Innendeckel haben? Da kannst du alles draufschreiben. Da kannst du alles draufschreiben, was ist. Und dann darfst du, wenn du in den Kampf kommst, nur den Deckel aufmachen und siehst, das ist. Sobald du dem im Glauben zustimmst, funktioniert es. Das ist Fakt. Gott ehrt Glaube. Richter 5, Vers 10, da steht was Interessantes. Die ihr auf weißen Eselinnen reitet. Gibt es Leute, die reitet auf weißen Eselinnen? Wisst ihr, was weiß ist? Gereinigt durch Jesu Blut. Man kann auch ein Esel sein, der dreckig ist, der wieder geboren ist, aber sie nicht reinigt. Er sagt, dir auf weißen Eselinnen reitet. Die haut eine bestimmte Ruhe. Der nächste Satz, die ihr auf Decken sitzt. Wenn eine weiße Eselin
auf dem Esel reitet, dann sitzt sie auf Decke. Die ihr auf den Weg geht, denkt nach. Die bleibt auf dem Weg der Nachfolge dem Lamme nach. Das ist alles da. Ist doch Herrlichkeit, oder? Und es gibt im Alten Testament einen Unterschied zwischen einem Erlösten, das wird dargestellt durch zwei Stämme, und einem Nicht-Erlösten. Und zwar, das steht in 1. Mose 49, Abvers 14. Issachar ist mein Liebling. Kennt ihr den Issachar? Also Issachar müsst ihr kennenlernen. Issachar ist ein knochiger Esel. Kein eleganter Esel, ein knochiger. Ist völlig egal, ob du charakterlich oder körperlich knochig oder elegant bist. Auch der knochige Esel, der zwischen den Hürden liegt. Merkt ihr was? Der liegt. Ein Esel liegt. Der liegt in der Ruhe in Christus. Er ist ein knochiger Esel, er ist erlöst, er hat seinen Durst gestillt, er ist frei. Jetzt liegt er in der Ruhe in Christus. Und jetzt heißt es Vers 15, weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist. Er sieht jetzt plötzlich, dass das Geistliche viel mehr wert ist als der Dreck dieser Welt. Neigte er seine Schultern zum Tragen und wird ein frohnpflichtiger Knecht, der Sklave Jesu Christi. Wenn dieser knochige Esel die Erlösung ganz annimmt und die Ruhe in Christus, dann kriegt er plötzlich die Fähigkeit, dass er belastet werden kann. Man kann ihm Lasten auf die Schultern legen. Er ist tragfähig. Er kann im Reich Gottes eine Säule werden. Ist doch herrlich. Und der andere ist der Dan. Da heißt es in Vers 17, Dan wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, sodass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Da steht Jeshua auf Jesus. Im Hebräischen. Wisst ihr, was heißt? Ich habe die freie Entscheidung, zuerst mal, wenn es um Wiedergeburt geht, ob ich zum Dan gehöre, und der bringt den Antichristen hervor. Und wir haben heute die antichristliche Zeit, der antichristliche Geist frisst alles auf. Ob ich diesem antichristlichen Geist zum Opfer falle oder ob ich ein Esel bin. Der Esel liegt da, und dem ist, ganz ehrlich, wenn du das genau liest, dem ist doch egal, was mit dem Dan passiert. Versteht ihr, wie ich meine? Der lässt sich nicht schrecken. Natürlich ist ihm nicht egal, dass Menschen gerettet werden, aber er lässt sich vor den Umständen nicht schrecken. Sondern er kümmert sich nicht um den Dan, sondern er kümmert sich darum, dass er als knochiger Esel zwischen den Hürden liegt. Er kümmert sich darum, dass ihm die Ruhe gefällt. Er kümmert sich darum, dass ihm das Geistliche, das Land lieblich ist. Und dann geht er hin und beginnt dem Herr Jesus zu dienen. Ist doch herrlich, oder? Wenn man so ein Esel sein kann, oder? Ach, was würde ich geben, wenn ich immer ein knochiger Esel wäre? Ich bin manchmal ein Zappel, Philipp, aber kein knochiger Esel, ganz ehrlich. Aber es ist so, wenn man dann in diese Ruhe eingeht, dann ist es wunderschön. Ah, ist das schön. Darf man da mal schwärmen? Ja, warum nicht? 5. Mose 27, 12, nochmal der Issachar. Diese sollen auf dem Berg Garizim stehen, um das Volk zu segnen, wenn ihr über den Jordan gegangen seid, also Bekehrte. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin, alles Schattenbilder für die Erlösten. Und da steckt Issachar mitten drin. Wisst ihr, jetzt kommt etwas, ich weiß nicht, wenn ihr mal einen Blick für den Esel kriegt, auch für den wilden Esel, dann fällt euch auf, was in Jesaja 1, Vers 3 geschrieben steht. Ein Ochs kennt seinen Besitzer, und ein Esel die Grippe seines Herrn. Ochs, Israel, Esel, die Gemeinde, die Erlösten. Ochs ist unterm Joch, das Gesetz, das man nicht erfüllen konnte. Aber der Esel, was hat der? Der Ochs hat auch Angst vor seinem Besitzer, der wird auch eventuell geschlagen. Aber der Esel, der freut sich an der Grippe seines Herrn. Wisst ihr, was heißt? Futter, Nahrung. Der Esel freut sich. Ist doch herrlich. Wenn du ein Wildesel bist, dann darfst du dich freuen. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Kolosser 2, Vers 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig. In Jesus. Und ihr Gläubigen, auch wir Gläubige aus den Heiden, wir Wildesel, sind in ihm zur Fülle gebracht. Und dann kommt 2. Petrus 1, Vers 3, die ganze Stufe. So, jetzt, nachdem ihr die völlige Erlösung habt, jetzt geht einfach diese Treppe hinauf, indem ihr das alles tut. Bringt da Glaube, bringt da Unterbleiben, bringt da letztendlich die Hingabe nach Jesus. Ihr könnt es in Ruhe lesen.
Jetzt sagt die Bibel, jetzt hast du doch eine Botschaft, jetzt kannst du den anderen Heiden sagen, wenn du zum Wildesel wirst, dann wird dein Lebensdurst gestillt. Wenn du ein Wildesel bist, hast du keine Angst mehr. Wenn du ein Wildesel bist, bist du nicht mehr gebunden. Wenn du ein Wildesel bist, wird dein Charakter bezwungen. Wenn du ein Wildesel bist, dann kannst du sterben. Du hast keine Angst mehr. Ist doch herrlich, oder? Frag doch mal die Leute, guckt ihnen doch ins Gesicht. Die haben alle Angst. Die haben alle Angst. Soll ich euch ehrlich was sagen? Wäre ich nicht erlöst, die haben zu Recht Angst. Die haben zu Recht Angst. Das, was gerade sich abspielt, das ist erschreckend. Jesaja 32, 20. Wir sollen es ihnen sagen, aber jetzt passt auf, was hier steht. Wohl euch, die ihr in allen Wassern sät, Wasser sind ja die Völker, also die ihr überall hin das Evangelium bringt und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lässt. Rinders Gesetz, das Gesetz muss ja verkündigt werden, dass der Sünder Sündererkenntnis bekommt. Frei Gesetz und Gnade verkündigen. Du bist verloren vom mosaischen Gesetz, aber kommst du zu meinem Jesus, wirst du gerettet. Sei Blut, mach dich frei. Und das mit dem Esel, das sind so schöne Bilder. Man überliest die. Also ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du in Zukunft Bibel liest und du triffst auf den Esel, dann mach Stopp. Sag Bremse. Mach Stopp, bete drüber und guck sie an. Da gibt es zum Beispiel etwas in 1. Könige 13, 28. Da war ein Prophet, ungehorsam. Und Gott hat als Gericht über diesen Prophet verhängt, dass er vom Löwe getötet wird. Er wurde menschlich getötet. Und jetzt heißt es Vers 28 vor 1. Könige 13, das ist wunderbar. Der Löwe hatte den Leichnam nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Der Esel, wo der Prophet drauf geritten ist, ist nicht zerrissen. Das heißt, dieser Prophet ist nicht verloren, trotz seinem Ungehorsam. Ist doch herrlich, oder? Der Esel lebt. Immer wenn ich das lebe, jubel ich und sage, der Esel lebt. Teufel konnte der Esel nicht angreifen. Selbst wenn du die größten Fehler machst, wenn du bei Jesus treu bist, trotz aller Fehler, dein Esel wird nicht gerissen. Du bleibst. Ist doch herrlich, oder? Ihr kennt Abigail, die zweite Frau vom David. Und das ist jetzt interessant, in 1. Samuel 25, 23, da kommt sie. Als nun Abigail David sah, David ein Bild für den Herr Jesus, Abigail ein Bild für die Gläubigen, stieg sie rasch vom Esel. Und sie kommt auf dem Esel, stellvertretende Erlösung, und fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. So geschieht wahre Anbetung. Wir kommen auf dem Esel zu ihm. Und dann warfen wir uns vor ihm aufs Angesicht und betet ihn an. Das ist das, was am Sonntagmorgen eigentlich auch beim Abendmahl geschehen müsste, beim Brotbrechen. Aber 5. Mose 22 sagt, wenn du dann anfängst, als Wildesel die anderen zu evangelisieren, dann musst du aufpassen. Du musst ihnen Gericht predigen, dass sie verloren sind. Du musst ihnen aber die Gnade Jesu predigen, dass sie umsonst gerettet werden, wenn sie bereit sind zu gehen. Aber Vers 10, für die Gemeindearbeit, das ist jetzt nicht für die Evangelisation, für die Gemeindearbeit. Du sollst nicht zugleich mit einem Rind und einem Esel pflügen. Du sollst Gesetz und Gnade, du sollst das nicht vermischen. Sonst kommt wieder das Elend. Du darfst Rind und Esel nicht vermischen. Esel ist frei. Du darfst auch nicht glauben, dass du zum Beispiel jemand, wenn du ihn kontrollierst oder wenn du ganz harte Regeln aufstellst, dass du den von der Sünde wegbringst. Oder viel besser, wenn deine Sünde so ist, dass man dich, weil du frei bist, du bist frei, du bist ein Wildesel, man kann dich in die Großstadt schicken, man kann dich in jeden Sünderpfuhl schicken, man kann dich in einen Raum schicken und sagen, da ist ein Tresor offen, da sind 20 Millionen, niemand weiß, wie viel Geld da drin ist, geh da rein. Wenn du ein Wildesel bist, gehst du da raus und in deiner Hosentasche ist nicht ein Geldschein, ist euch das klar? Ein Wildesel ist frei, du kannst ihn laufen lassen, du brauchst ihn nicht kontrollieren, der klaut nicht. Entschuldigung, wenn ich so sage. Der hurt nicht. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Der betrügt nicht. Der lügt nicht. Das ist ein Wildesel. Wenn jemand wirklich befreit ist, kannst du ihn laufen lassen. Du kannst dann kämpfen für ihn. Herr, lass ihn frei sein oder sie. Aber du brauchst ihn nicht kontrollieren wie im Polizeistaat. Du bist doch frei. Ist doch herrlich, wenn man frei ist. Du bist immer genauso stark, wie du bist, wenn dich niemand sieht. So stark bist du. 5. Mose 22, 4. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen. Wenn du siehst, dass ein Bruder vom Esel fällt, dann erbarme dich.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Bruder vom Esel fällt. Wenn er das stellvertretende Opfer nicht mehr fassen kann, wenn er letztendlich es nicht packt, wenn er müde wird. Wisst ihr, und der Esel ist auch einer, der es blickt. Wisst ihr, wer es geblickt hat? Wisst ihr, auf was der Bileam geritten ist? Völlig daneben, der hat überhaupt nichts gesehen. Er ritt auf eine Eselin. Wisst ihr, wer Jesus gesehen hat? Wer ihn gesehen hat? Der Engel des Herrn, der mit dem Schwert da stand? Die Eselin hat ihn gesehen. Aber der Bileam, der Prophet, hat nicht gesehen. Der Esel hat immer Durchblick, versteht ihr? Er hat immer Durchblick, er sieht es. Solange er ein Esel ist. Also ich bin kein Theologe. Zoologe, nicht theologisch, ähnliches Wort, Zoologe. Ich bin beides nicht. Aber ein Zoologe bin ich keiner. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt ja Mulis. Das ist, wenn man einen Esel mit einem Pferd vermischt. Ich habe mir sagen lassen, dann ist das Tier unfruchtbar. Und es ist bei uns auch so. Wenn der Esel sich mit anderem vermischt, ist er unfruchtbar. Wisst ihr, für einen Esel ist immer wichtig, dass ein Esel bleibt. Ein weißer Esel, nicht vermischen, kein Zirkus. Darf ein Esel stolz sein, dass ein Esel ist? Ja, weil ich Jesu Schäflein bin, könnt ihr das Kinderlied von ganzem Herzen singen. Ich habe keine Hemmung, das zu singen. Wenn die größten Honorationen da sind, du singst mit kindlichem Herzen, weil ich Jesu Schäflein bin, das ist doch herrlich. Das ist bei Wilhelm Busch passiert. Hat jemand, der im Weiglihaus bei ihm Mitarbeiterin war, die Sekretärin war bei einem großen Konzern, hat Hochzeit gehabt. Hat die Kinderstunde, die sie im Weiglihaus gemacht hat, hat ihre das Lied gesungen bei der Hochzeit, weil ich Jesu Schäflein bin. Und dann beschreibt der Busch, da war ein großer Honoratior von dieser Firma, der saß dann hier in der Kirche, hatte ich ganz gemessen, zwei Reiher, hatte dann sogar noch zu der Zeit einen Zylinder in der Hand und hat gewartet. Naja, dann lässt man das Fromme halt über sich ergehen. Und dann haben die Kinder gesungen, weil ich Jesu Schäflein bin. Und dann kommt die Passage, da man nur nach seinem guten Hirte geht. Und dann bricht dieser große Wirtschaftsbus zusammen. Es hat Gott durch den Heiligen Geist benutzt, um diesem Mann seine Kindheit lebendig zu machen. Als er auch noch den guten Hirte, der Herr Jesus, wollte. Es ist herrlich, wenn man sich nicht schämt, ein wirklicher Esel zu sein. Ein Wildesel. Wir sind nicht einmal so edel wie Israel. Da hat es nicht gelangt. Wir sind nur wilde Esel. Aber es langt doch. Ich möchte schließen mit etwas, das mich tief erschüttert. Es ist eine der Passagen. Ich kann das nicht lesen, ohne erschüttert zu werden in der Heiligen Schrift. Oder was erschüttert? Manchmal ist es eine Mischung aus Erstaunen, Ratlosigkeit, Freude. Ich lese uns von Matthäus 21, die Verse 5 bis 8. Das ist der Einzug Jesus in Jerusalem. Einzug Jesu in Jerusalem. Jetzt wird zitiert, Zacharia 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel. Also er geht nach Jerusalem und zeigt ihnen durch den Esel, ich bringe euch stellvertretende Erlösung. Allein durch die Symbolsprache, dass auf einem Esel reitet, hätte die begreifen müssen. Er kommt nicht auf einem Araberhengst, auf einem Pferd. Er kommt auf einem Esel, weil er bringt ihnen nicht die Herrschaft über die Römer, sondern er bringt ihnen stellvertretende Erlösung. Er bringt ihnen den Esel. Und zwar aus einem Füllen, dem Jungen des Lasttier. Er bringt Wiedergeburtsfüllen. Jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen. Und jetzt kommt das, was du tun musst, was ich tun muss, täglich. Sie legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Wisst ihr, was das heißt in der Bildersprache? Die Eselin ist stellvertretende Opfer. Das Blut Jesu, was er getan hat. Ich bringe mein Kleid und mit dem Kleid wird die Gerechtigkeit beschrieben. Ich bringe mein dreckiges, beschmutztes Kleid, nehme es und lege es auf den Esel. Das heißt, ich nehme das stellvertretende Opfer für mich an. Jetzt liegt das Kleid auf dem Esel. Damit wirkt das Blut und meine Sünde werden gereinigt. Und jetzt sagt die Bibel, dann setzt sich der Herr Jesus drauf. So geschieht auch Wiedergeburt. Du nimmst die stellvertretende Erlösung an, du legst dein unsauberes Kleid auf den Esel und der Jesus nimmt bei dir im Herzen Wohnung. Und das ist das, was wir tun müssen. Und jetzt kommt das Drama. Vers 8. Und als Gläubiger darfst du das nicht dulden. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg.
1. Mose 3, Vers 17. Verflucht ist der Erdboden um des Sündenfalls willen. Versteht ihr den Unterschied? Die eine geht hin und legt ihre Kleider auf den Erdboden, auf den Dreck, in die Sünde. Auch die Gläubige erwartet vom Menschen etwas. Verflucht sei, wer auf Menschen vertraut. Das gehört zu dem. Kleider in den Dreck legen. Aber die wahre Gläubige geht hin. Wo ist der Esel? Die stellvertretende Erlösung. Legt ihre Kleider drauf, der Herr Jesus nimmt Wohnung in ihren Herzen, derselbe Sekunde werdet sie selber zu einem Wildesel. Und diese Haltung, dass man ein sauberer Wildesel ist, ein Weißer, eine weiße Eselin, die müssen wir erhalten. Wisst ihr, was das bedeutet? Er reitet auf dem Esel. Er hat die Zügel in der Hand. Bist du ein Wildesel? Dann hat der Herr dich unter Kontrolle. Dann hat er die Zügel. Er hat das Sagen. Er sagt, was Sache ist und nicht du. Das gehört auch zum Esel. Er reitet auf dem Esel. Es ist mir aufgefallen, als bei Hiob die Fülle des Segens zurückkehrt in Hiob 42, 12. Da kriegt er 1000 Eselinnen. 1000, die Zahl des Segens Gottes. 1000 Eselinnen. Das hat mich immer erfreut, wenn ich Hiob gelesen habe. Jetzt kriegt er 1000 Esel. Er kriegt die Erlösung in einer Überfülle. Wisst ihr, soll ich ganz ehrlich sein? Ich will nicht ein Esel, ich will 1000. Wisst ihr, was heißt? Ich will die vollkommene Erlösung in jeder Schattierung haben. Ich will, dass der Herr Jesus auf mir, dem Esel, reitet. Ich will, dass er mit seinem Zügel sagt, Hü oder Hott. Versteht ihr? Ich will ein weißer Esel sein. Ich will an den Quellen sitzen, wo er sagt, da musst du trinken, da will ich sitzen. Ich will diese Ruhe, so dass ich so ruhen kann, dass ich bereit bin, meine Schultern zu tragen. Ich will das von ganzem Herzen. Wir müssen entscheiden, ob wir das wollen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist auf dem Esel geritten. Du hast uns die stellvertretende Erlösung auch körperlich gezeigt. Du hast uns im Alten Testament klar gemacht, dass dieses Tier stellvertretend durch ein Lamm erlöst wird, durch dessen Blut. Du hast uns erlöst durch dein kostbares und teures Blut. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der das noch nicht erlebt hat, dann erbarme dich. Aber uns Gläubige, die wir hier sind, gib uns geöffnete Augen, dass wir erkennen, was es heißt, ein Wildesel zu sein, ein Geretteter aus den Heiden. Dass wir beginnen, diese Freiheit, die du uns geschaffen hast, einfach auszuleben. Und hier in der Freiheit zu galoppieren, aber immer mit dem Wissen, dass du es bist, der die Zügel in den Händen hat. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.